Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind in Griechenland, in Santorin und fahren jetzt in die Hauptstadt. Phira ist die Hauptstadt, oder? Mhm. Ist Phira die Hauptstadt? Ja. Phira ist die Hauptstadt. Aus mehr pragmatischen als sinnvollen Gründen habe ich mich heute mal limitiert auf eine Linse. Also ich habe wirklich nur die Kamera und einen 24 bis 70 mm dabei. Diese 24 bis 70 mm entsprechen eigentlich grob den Kit-Objektiven an digitalen Spiegelreflexkameras. Und wir versuchen mal mit dieser verfügbaren Brennweite die bestmöglichen Bilder zu machen. Der Vorteil ist, man hat dadurch weniger Gepäck und kann sich auch aufs Wesentliche konzentrieren, weil man nicht dauernd Objektiv wechseln muss. Allerdings trennen uns jetzt noch 20 Minuten 2,80 Euro von Phira. Deshalb erstmal Bus fahren, ab zur Bushaltestelle und wir sehen uns dann dort. Also kurzer Nachtrag noch. Ich habe schon gesagt, eine Linse, 24 bis 70 mm. Das entspricht in etwa dem 18 bis 55 Standard-Kit-Objektiv und auch sonst keine Hilfsmittel. Das heißt, ich habe kein Stativ dabei und auch sonst nichts. Das ist also die klassische Touri-Ausstattung, die wir heute dabei haben. Und damit gucken wir mal, ob wir coole Fotos hinbekommen. In erster Linie 1. Voll mit Menschen. Aber die Insel ist klein. Wie viele Leute leben hier? 180.000? Nee. 18.000? Ich bin mir nicht sicher. Nicht so viele. 18.000 oder 50.000? Nicht so viele Menschen leben hier auf jeden Fall. Und auf jeden Fall sind hier sau viele Touristen. Mittwoch und Freitag bis zu 6 Kreuzfahrtschiffe, die hier anlegen. 6 Kreuzfahrtschiffe. Und auf jedem Kreuzfahrtschiff sind irgendwie 4.000 bis 6.000 Menschen. Da ist ja ordentlich was los. Okay, Santorin ist natürlich in erster Linie bekannt für Sonnenuntergänge. Seine Architektur, richtig. weiße Häuschen, ziemlich verwinkelt, in den Berghang gebaut. Und da suchen wir jetzt mal Motive und dann machen wir ein paar Fotos. Wer also die ganzen Bilder aus dem Internet kennt mit diesen blauen Kuppeln und diesen weißen Häuschen und denkt, ah, schön idyllisch, da sieht's ja nett aus, da bin ich bestimmt alleine. Forget it. Auf jeden Fall sind hier überall Tausende von Menschen. Man kann sich kaum frei bewegen. Das möchte ich mir nicht vorstellen, wie das in den Sommermonaten ist. Heute ist sehr windig, bisschen wolkig, sieht auch fast ein bisschen nach Regen aus. Könnte aber der Fotostimmung auf jeden Fall zuträglich sein. Also irgendwann muss man mal hier runter. Schon mal was man auf jeden Fall mit so einem Kit-Reiseobjektiv 15 bis 18 bis 55 machen kann. Das Einzige, was stört, ist das Kreuzfahrtschiff, aber das kriege ich halt auch leider nicht weg. Nächster Spot. Klassische Touristen-Move ist ja immer aus Augenhöhe. Das ist nicht immer die beste Wahl. Einfach mal weniger aus Augenhöhe, sondern ein bisschen nach Perspektive suchen. Ab und zu verbirgt sich nämlich das Interessante vor den Augen. Man muss es nur probieren. Einfach mal so eine Tür. Ja, das ist super griechisch, alles blau, blauer Himmel im Hintergrund, Meer. Man sieht jetzt gut diesen Typen, der da irgendwie im Bild ist, den kriegt man relativ weg, indem man einfach ein bisschen nach links geht und dann nur ein bisschen Detail aufnehmen. Das ist offenblendig, manchmal auch sehr, sehr nice. Es ist also ein bisschen Experimentierfreudigkeit und vor allem Kreativität geplant und vor allem nicht das tun, was jeder immer tut. Das ist ganz wichtig. Weil das, was jeder immer tut, ist meistens nicht das Beste aus fotografischer Sicht. Seht ihr den Hafen?
Flughafen von Vira. Und man könnte jetzt das Tele dabei haben. Da könnte man jetzt schön detailreich ran, aber... Die Fotos zeige ich euch alle dann entweder am Ende oder immer jetzt danach. Das ist auch Blödsinn, weil dann habt ihr die anderen schon gesehen. Vergesst, was ich gesagt habe. Der Blick in den ein oder anderen Hinterhof lohnt sich auch auf jeden Fall. Da verbergen sich nämlich einige Schätzchen und man kann so dieses typische Santorini-Feeling gut einfangen. Viel besser als auf den Hauptstraßen mit den ganzen Touristen. Vieles ist hier Private Property, also Privatbesitz, und da kommt man auch nicht rein. Das heißt auch keine Touristen. Das bedeutet menschenleer. Was wiederum eigentlich gut ist für ein gutes Foto. Ein anderer Tipp ist auch noch, versucht, wenn ihr zu viele Menschen auf dem Bild habt, einfach mal auch nur Details zu fotografieren, wie zum Beispiel eine Kuppel ohne Menschen oder ohne Boden oder ohne Vordergrund. Einfach nur die Kuppel vor Himmel. Sieht manchmal auch ganz gut aus. So kriegt ihr das ein oder andere Urlaubsfoto, auf dem nicht tausend andere Touristen zu sehen sind und die trotzdem irgendwie zeigen, wie cool es eigentlich war. Aus dem Weg. Na, ich suche es jetzt nicht, egal. Jetzt gehe ich mal aus dem Weg, dass Simon ein schönes Eselbild machen kann. Dass nur ein Esel auf dem Foto ist. Richtig nice. Das kam jetzt überraschend. Beautiful, Toki, beautiful. Yes, Loki? Ja, Carina muss Esel streicheln. Hello, Donkey. No, just petting. I got a donkey. Meine Kids kommen. Only if we can keep him. Aber das hier ist ein ziemlich der Perfect Shot. Das war jetzt eigentlich ziemlich überraschend und auch hier wieder ziemlich cool, weil auf Augenhöhe recht uninteressant, relativ viele Menschen im Hintergrund. Und wenn man einfach runter geht auf den Boden, muss man sich halt dann auch mal hinlegen, muss man sich halt mal dreckig machen. Aber wenn man dann runter geht auf den Boden, dann kriegt man auch mal so ein Foto. Und zack, wieder mitten im Getümmel. Jetzt heißt's auf den Sonnenuntergang warten, bisschen durch die City bummeln und vielleicht dann das Ganze mal noch in schönerem Licht einfangen, wenn hier in der Stadt auch die Lichter an sind. In der Zwischenzeit vielleicht was essen. Gyros Pita. 3 Euro. Okay. Ich nehme 3. Yummy! Vielleicht gehen hier in der Stadt ein paar Lichter an. Ich habe zwar kein Stativ dabei, aber dann drehe ich halt einfach die ISO hoch. Und vielleicht können wir da noch das eine oder andere mitnehmen. Aber dafür muss das hier erstmal noch da irgendwo. So, die Sonne ist für heute wahrscheinlich weg, denn da hinten verschwindet sie gerade hinter den Wolken. Und ich glaube, dass die da heute auch nicht mehr vorkommt, leider. Ziemlich schade, aber der Sonnenuntergang sieht richtig nice aus. Die ersten Lichter wurden schon angeschalten. Jetzt heißt es, wir warten noch ein bisschen, bis es noch ein bisschen düsterer wird. Ich habe zwar kein Stativ dabei, aber vielleicht wird es etwas was. So, jetzt kommen wir langsam in die Regionen, wo es aus der Hand schon echt schwierig wird. Ich bin schon bei ISO 800 und trotzdem werden die Verschlusszeiten echt lang jetzt. Aber der größte Fehler, den man eigentlich machen kann, ist mit Blitz fotografieren. Ja, das sehe ich viele Touristen immer, den Blitz anschalten und feuern. Das bringt aber gar nichts, weil es zum einen die natürliche Lichtstimmung erhält und zum anderen halt einfach meistens auch nicht so weit reicht. Also Blitz ist keine gute Idee, lasst den Blitz einfach weg. Versucht euch lieber irgendwie eine Mauer oder ein Podest oder ähnliches, wo ihr die Kamera dann ruhig ablegen könnt
sucht eure Komposition und macht dann das Foto. So wie ich jetzt hier von Carina. Ich nehme dieses Podest, die Carina bleibt mal stehen. Und dann legen wir die Kamera hier drauf. Dann steht die Kamera safe, die Belichtungszeit kann eigentlich so lang sein, wie sie will. Und wir kriegen ein schönes, scharfes Foto. Sagt mal einer, aber wie auf das Stativ. Ich habe hier eine Belichtungszeit von 1/6 Sekunde. Die Gegenlichtblende ist auch ein tolles Stativ. Weil das hier ist trotzdem scharf, so wie ich das sehe. Und sieht eigentlich ziemlich sweet aus. Hier fliegt jemand Drohne, obwohl man es nicht darf. So, das war Santorin bzw. Vira mit dem 24 bis 70 mm klassisches Urlauber-Szenario. Ich denke, man hat ganz gut gesehen, dass man auch mit nur einer Linse ganz gute Fotos hinbekommen kann, wenn man ein bisschen Blick hat, wenn man sich nach der richtigen Perspektive umschaut, nicht immer aus Augenhöhe fotografiert, im Dunkeln sich einen Platz sucht, wo man die Kamera ablegen kann, damit die sicher liegt. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben, dass auch ihr im nächsten Urlaub vielleicht ein paar nettere Urlaubsfotos machen könnt und nicht nur die klassischen Touri-Shots mit nach Hause bringt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Wenn euch was gefehlt hat, dann sagt mir das gerne in den Kommentaren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Wir machen jetzt noch ein bisschen Urlaub und bis dahin macht's gut. Tschüss.